Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Three Houses. In der letzten Folge haben wir wieder mit dem Erkunden weitergemacht oder angefangen und haben auch unten fast so alles erkundet. Jetzt gehen wir nur noch in den obersten Stockwerk, schauen, dass wir oben alles erledigen. Und dann kümmern wir uns um die Gespräche, die wir freigeschaltet haben. Um die Unterstützungsgespräche. Da hatten wir letzte Folge schon eins mit Dorothea. Und wir kriegen diese Folge noch ein zweites hin. So. You'd best keep your distance. In this nervous state, I might just cut you down. Oh, come on, I'm only kidding. Wir gucken einfach mal nach, ob ihr irgendwas ihr gehört. Ach, ihre Abschlussnoten waren das also. Okay. So, jetzt gehen wir nach Zoraya, glaube ich. Richtig? Ja. Might you have come looking for me because you were worried about my safety? I'm quite all right. But your concern means a great deal. This is yes. Ah ja, perfekt. Was hat die denn für Fortbildungen? Schwert, die kann mir Schwertkampf beibringen? Ja gut, sie kann mir Magie und Glaube beibringen. Und ich glaube, ich sollte auf Glaube gehen, oder? Oder auf Magie, also Magieangriffe. Ich glaube, hier wäre es geil, mit ihm wäre es geil, wenn ich Schwert- und Magieangriffe hätte, oder? Falls mein Schwert nicht funktioniert. Unbelievable. What a terrifying story. However, an assassination attempt on Lady Rhea is doomed to fail. Pardon? You think the goal may be different than simple assassination? Intriguing. I suppose the priceless objects in this room could perhaps draw thieves. However, there's no one but me who could make use of them. Ich gehe einfach jedes durch, auch wenn es nicht passt. Ich bin einfach bei jedem. Ja, ich. Lass mal's. Was haben wir hier? Erwachsene mit Vorliebe für Schnaps. Interessant. Unser Vater? Weiß ich gar nicht, ob der so ein Schnapsliebhaber ist. Hey, did you hear? A knight wielding a scythe is roaming around town at night. If he's a villain, I'd like to get the measure of him. Hey, I know I'm in it. Okay, egal, perfekt, weitergehen. Really? Einfach weitermachen. Ich glaube, ich muss nur mit einem sprechen. Das ABC des Angels ist eine Anführung in die Grundlagen des Angelns. Sie enthält ausführliche Beschreibungen darüber, welche Köder sich für welche Fische eignen. Es ist eine exzellente Informationsquelle. Okay, das heißt, es da hinten wird mich auf D oder C war's. Einführung in den Ackerbau. Eine illustrierte Einführung in die Grundlagen des Gärtnerns im Gewächshaus. Sie enthält detaillierte Beschreibungen über übliche Verfahren und häufige Fehler. Es ist das perfekte Buch für jemanden mit einer aufkeimenden Leidenschaft fürs Gärtnern. Wir kriegen jetzt D+. Du hältst jetzt eine höhere monatliche Bezahlung. There are numerous books in this library that you cannot find anywhere else. But once you are here, you can read them easily enough. I doubt someone would go to the trouble of stealing one. Sometimes Seteth will dispose of books that are deemed inappropriate for the monastery, but that's about it. In a way, I suppose that makes those particular volumes more valuable, right? Okay, sprich mit Edelgard. Und ich musste einem Teeliebhaber noch was geben. Boy who assists the Archbishop. Cyril, I hear he's originally from a foreign land to the east called Almyra. I know he's still only a child, but I do wonder about his true intentions. Er möchte doch einfach nur vielleicht Rhea unterstützen, weil sie ihn gerettet hat oder so. Ich weiß ja nicht. Er wurde hier aufgenommen und er möchte sich dafür bedanken. Bei Rhea persönlich. Ich brauche einen Teeliebhaber. Haben wir da überhaupt einen?
Linhard geht auf C+ bei zu. Brauchen Teeliebhaber. Bevor ich das mache, gehe ich jetzt aber mal hier runter. Dear Goddess, I ask for guidance. Professor, I suppose you came by to pray too? I see. That's why I'm here too. Nothing specific. I only call upon the goddess to give thanks, or perhaps to ask for protection. Anyhow, I should be on my way. Okay. I'm sorry. I don't really know what to say. I'm not very good at talking to people. The truth is, I didn't interact with people too often before I came here. No particular reason. I'm simply not very good at it. That's just how I am. Thank you. I'm sorry. You shouldn't waste your time worrying about me. Please, just ignore me. I, have to be going now. Goodbye, Professor. Okay. Teeliebhaber, habe ich irgendwelche... Mag, schlafen, Schlafensüßigkeiten. Da, 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 Strecken, ungewöhnliche Tiere. Braucht Teeliebhaber. Ironie, Kaffee. Da haben wir Tee. Habe ich echt nur so wenig Leute? Nee, absolut keine Ahnung. Wen soll ich dem Kack Tee geben? Sprechen wir mal mit Edelgard. Ach, da unten. Jetzt, ja. Goddess's rite of rebirth is the most significant. Could it be that? How kind of you. I will have to repay you sometime. Vielen Dank für die Hilfe, Magister. Es gibt doch nichts Besseres, um sich aufzumuntern als eine Teestunde, was? Wenn man jemanden besser kennenlernen möchte, braucht man ihn oder sie nur zum Tee einladen. Ah, du kannst Verbündete näher kommen, indem du sie zum Tee einlädst. Du kannst sogar jene einlernen, die nicht in deinem Haus angehören. Allerdings musst du zunächst einen bestimmten Unterstützungsklub mit ihnen erreicht haben. Danke, Ferdinand. Jetzt gehen wir ein bisschen fischen. Komm.
Fuck. Aber es war ein guter Fisch. Ich hatte nur einen Köder. Echt jetzt? So, ich kann mich doch bestimmt einfach hier hinstellen. Teleportieren. Perfekt. Wir haben einige potenzielle Ziele des Feindes in Erfahrung gebracht. Ob wir richtig liegen, wissen wir aber erst am Tag des Angriffs. There's a place that the church values above all others. Die Kammer unten. On the day of the rite, it will be open to the public. That will make it much easier than usual to access. Precisely. We can't know for certain, but it's a distinct possibility that the holy mausoleum is our enemy's target. So, am besten gehe ich essen mit Klassenkameraden. Oder besser gesagt, mit Schülern aus meiner Klasse. Weil dann können wir die Motivation noch hochballern, um diese dann im nächsten Unterricht zu benutzen. Oder gehen wir mit Bernadetta? Na, ich muss meine Leute eigentlich motivieren. Nehmen wir hier. Machen wir erstmal. Ah, ich kann meine Leute immer erstmal mit denen essen und dann holen wir die anderen Leute noch in meiner Klasse. You've got great taste. I would be liking that greatly. So. Perfekt. Oder benutze ich noch die Zeit, um mich zu verbessern? Nee, lass mal's. So, gehen wir noch mit Mercedes kochen. Weil dann haben wir eine weitere Dame, die uns vielleicht irgendwann in unser Klassenzimmer möchte. I enjoy baking sweets, but I'm not sure how I'll do cooking other types of food. I see. Cooking is much more exciting than studying or training. Wow. Okay. Ich kann noch ein Gespräch mit Bernadetta führen, bitte was? Okay, interessant. Dann gehen wir. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wie sieht es mit Mercedes aus? Da dauert es noch ein bisschen. Bernadetta, why are you following me? You were following me quite conspicuously, so why attempt to hide now? Please don't hurt me! Calm yourself. I have no reason to harm you. Forgive me. I beg you. I'll go straight back to my room and you'll never see me again. I swear. Bernadetta. Yes, Lady Edelgard. Please explain why you were following me and why you tried to hide. Is Her Highness saying she will not condemn me? Please, speak like the human that you are. I already said no harm will come to you. Yes, yes, I'm sorry. Permit me to explain. Lady Edelgard, you are fearless. I look up to you as an example to follow. And that explains it. How? I decided to watch you from a distance. To learn from you, but your presence is, intimidating. I'm more and more scared until I finally couldn't help but try to hide. Forgive me, I threw myself upon your mercy. Honestly, look, nobody is truly fearless. Even I have things that I'm afraid of. What? You do?
You seem oddly overjoyed at the thought. No, of course not. But, what in the world could possibly frighten you? The sea. I find the pitch black of the open sea at night quite frightening. I can't swim, so if the sea were to wash me away, I fear I would never return. The sea? I think I may have seen it once. Maybe. I didn't know you couldn't swim. That's a surprise. Again, my shortcomings delight you. Everyone has fears as well as things they can't do. How many times must I tell you? I really did make you angry! Interessant. Wusste gar nicht, dass die Leute nicht... miteinander... dass sie nicht schwimmen kann. Wusste ich gar nicht. Petra's really nice. Never yells. Never says mean things about people. Maybe she'd be my friend. Oh, there she is now. Okay, Bernie. You can do this. Bernadetta, are you needing help with something? How did you know? Do you have eyes in the back of your head or something? I do not have that, no. Right. Can I ask you something? Do you want to, maybe... be friends or something? Maybe you don't. Maybe you don't like me. I don't know what you think of me. What I am thinking? I am thinking that you remind me of prey. What? Yes. Like a rabbit in the tall grass. Always watching for enemies. And you flee at any sign of danger. You are quick also. I must be careful that I am not hunting Bernie when I take out my bow. Oh, you... try not to shoot me. That's, nice. You have similarities with prey. That is all I mean to be saying. So you're saying you might end up hunting me? There is no need to have concern. I will make sure my arrows are not hitting you. That isn't comforting. Whatever I did to deserve this, forgive me! You do not need forgiveness, but it is yours if you are wanting it. Was I saying something wrong? Interessante Geschichten, die sie da haben. Hey, AD. Uh-oh, you're scowling again. You're going to get wrinkles all over that cute face of yours if you don't smile more. Hello, Dorothea. I was just lost in thought. There are so many things to be done. To think of them makes my head ache sometimes. So many nobles of the Empire are utterly useless. When I am Emperor, I intend to appoint only those who can actually be useful. It doesn't matter if they're of noble or common birth. Noble or common, eh? Can you really do that? I mean, not that I don't agree. I'd make all those nobles vanish if I could. It's not a question of can or cannot. All that matters is doing it and doing it right. The nobility system has only been around for 1,200 years. The concept didn't exist before that. Only 1,200 years, huh? You always say such preposterous and extraordinary things, Aby. Yet somehow you actually make it work for you. It's like you're a character from an opera. A character from an opera? If an opera is made about my life someday, I wonder how I'll be portrayed. The revolutionary who guided the Empire to a new dawn, or the foolish ruler who took her revolution too far? Well, that all sounds pretty violent. But either way, it would make an incredible opera. Do you figure it'd be a grand action piece full of combat and strife? Or would you prefer a somber political drama? Hail the mighty Edelgard, the red blood stains her story. Heavy as her crown may be, she will lead us all to glory. To a brighter dawn we shall carry on. Hail Edelgard! That's quite enough, Dorothea. I'm starting to feel more than a little embarrassed. Lovely as your voice is, let's just hope that any operatic productions about me are still a ways off. Interessant. Jetzt muss ich tatsächlich mit Bernadetta noch irgendwann
Guck mal einfach mal kurz zu ihr ins Zimmer. Und dann machen wir Unterricht. Ach, hier muss ich durch. Okay. Ja, ich möchte gerne das Gespräch noch führen, aber anscheinend wird es nichts, ne? Ah, das kostet auch ein Ding. Gut zu wissen. So, gut. Beenden wir diese Erkundung für heute. Ich bestimme selbst. Ich habe ein paar Leute motiviert. 4 Leute sogar, genau. So. Ich brauche den Durchbruch. Talent erwachen. Diese Einheit hat herausfordernde Erkenntnisse im Bereich Vernunft gewonnen. Fertigkeit Schwarzmagie, Crit plus 10 erlernt. Mach mal das nach oben. Also hat Bernadette irgendein Talent erwachen? Ja, hier unten das Reiten. I'd never have learned this back in my room. So. Thanks. Jetzt haben wir hier auch ein Talent erwachen. Perfekt. Passieren erlernt. So, Talente erwachen hier. Weißmagie. So, Petra, wo hast du denn Talente erwachen? Oder hast du überhaupt keins? Sie hat keins, okay. Ich glaube, ihr mache ich einmal das Fliegen auf D+. Und dann gehen wir auf... Wir hätten nur ein Schwert, aber ich würde schon sagen, dass wir vielleicht sie auf Luke machen. Aber wir machen das jetzt wo rein? Ah, Magisterbonus. Das heißt es nach oben, gut zu wissen. So. Gruppenaufgabe. Arbeiten dort unten. Viele. Ich glaube, ich lasse das noch ein bisschen. Und lasse noch ein bisschen Schwertkämpfe erreichen hier bei Dorothea. Und Bernadetta. Wieso hat die auf Lanze? Die hat doch gar keine Lanze. Ich muss ihr eine Lanze kaufen, wie es ausschaut. Petra, mach mal einfach mal. Lass mal auf den Bogen. May I ask a question, Professor? Verzeihung, aber kannst du mich einfach überspringen? Ich habe nicht meine Frage. What? That doesn't sound right. Okay, what the fuck? Na, die meisten Adligen glauben, dass sie Magie von Natur aus beherrschen und gewöhnliche Leute nicht das Talent zu besitzen. Eine Hexerin. Wir bleiben dabei. Jetzt komme ich zu Bernadetta. Okay. Thank you, Lady Bernadetta. I will take my leave. Oh, good. Bye. Goodbye.
all. That was awful. Just... Please don't sneak up on me like that! That lady asked me to show her around. I tried to be polite, but strangers are just so nerve-wracking. Oh yeah? How about when I first met you and I wouldn't come out of the corner, or even uncover my face? Actually, now that you mention it, it's funny. Once I started talking to you, I stopped feeling scared. I wonder why. You know, Professor, you might be the first person I've been able to speak to normally since I got here, and I have no idea why. I'm happy about it, too. When we first started out here, we had to do drills. Outside. I skipped those every chance I got. It's a terrible idea, going out in the forest with all these people you don't even know! Thanks to you, though, I can actually make it through class now. I'm grateful for that. I don't know what I'd do... if you weren't here. Sorry. I'm okay. I am okay. I'm doing just fine. I feel safe here, thanks to you. What? You saw that? Why would you see that? You were watching me? That crosses the line, Professor. Singing? Me? Why would I be singing? I'd never be singing! Ah, I've never been so humiliated! Useless, worthless, unmarriageable! Ah! Interessante Story-Geschichte. Nehmen wir am Singen teil. Learning these things gives me great difficulty. Professor, let me sing for you. Do you not like my voice? It would make a Pegasus dance with joy. Okay. Teestunden. Eine Teestunde hilft dir, der eingeladenen Person näher zu kommen. Der Charme von Bailiff und dem Gast erhöhen sich ebenfalls, wenn du ein guter Gastgeber bist. Versuche, Themen anzusprechen, von denen du glaubst, dass deine Gäste sich dafür interessieren. Wenn sie sich amüsieren, kann es sogar sein, dass sie selbst ein Gesprächsthema wählen. Wenn du deine Gäste bei Laune hältst, bleiben sie so lange, wie du möchtest. Ich glaube, ich verkacke die Teestunden, sage ich jetzt schon, ne? Es entwickelt sich ein fesselndes Gespräch. Weil ich weiß, dass sie Fische mag. That tea was very delicious. Please take care, Professor. Okay. I will not be a burden. I will be doing my best for Lady Edelgard. Don't worry, Petra. There is no use in fearing failure. It is my duty to help others when necessary. Petra, our teamwork has yielded a report for the professor. The Empire and Brigid, working with each other. The future has hope. So. I won't forget all I've learned. Perfekt. It's starting to take shape. Let's put this to the test. Hope this is good for something. So, fast alle sind auf C. Linhart ist sogar auf C plus schon mit seiner Magie. Hello, Professor. May I speak with you? You seem to hold Edelgard in high esteem. That is my impression, at least.
She is certainly talented. No doubt about that. But I wonder, what is your opinion of me? I am quite talented too, am I not? Be honest. Do not hold back. Pretend that I am just a regular person, not the scion of a noble house. Evenly matched? Me? With her? I was just being modest before. Honestly, I have always prided myself on being superior to Edelgard. But evidently, that is not your perspective. I suppose there is only one thing to do. I must demonstrate my excellence. Precisely. You cannot stop me. I will prove that you have drastically underestimated me. You think I could ignore such a slight upon my honor? Not likely. Come, Professor. We will begin with battle. Edelgard's skills in combat are no match for mine. I heard that just the other day, she defeated a demonic beast without assistance. Well, anything Edelgard can do, I can do better. And in half the time. Professor, you can be my eyewitness and timekeeper. Here we go! Two at once? That's... well, it will be fine. I can't do it! It seems you have saved my life. I... thank you, Professor. Okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge machen wir weiter. Ciao. Euer Gladius.